Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute zeigen wir dir, wie du Himbeer-Espuma zubereitest. Bleib bis zum Ende dabei, damit du nichts verpasst. Und zwar benötigst du folgende Zutaten: 90 Gramm Mascarpone, 50 Gramm Zucker, ein Blatt Gelatine, 90 Milliliter Milch, 90 Milliliter Sahne und 20 Milliliter Zitronensaft. Du findest aber auch alle Zutaten nochmals in der Infobox. Als erstes gilt es, ein Blatt Gelatine in einer Schüssel mit kaltem Wasser einweichen zu lassen. In der Zwischenzeit können wir einer anderen Schüssel bereits die Himbeeren, den Zucker, den Zitronensaft, die Mascarpone und die Milch hinzugeben. Danach sollte das Gemisch kräftig püriert werden. Die pürierte Masse gilt es nun in einem Topf zu erhitzen. Füge dann noch die Sahne hinzu und vermische es anschließend mit der eingeweichten Gelatine. Nun gilt es, die Masse sorgfältig zu sieben. Jetzt kannst du dir deinen Sahnespender zur Hand nehmen und das gesiebte Gemisch hineingeben. Falls du noch keinen Sahnespender besitzt, dann schau doch mal im Tiro-Store vorbei. Den Link findest du auch in der Infobox. Verschließe den Sahnespender nun sorgfältig und schüttle ihn kräftige 10 Mal. Bevor du den Sahnespender nun für etwa 2 Stunden in den Kühlschrank stellst, entferne vorher die Gaskapsel. Nach 2 Stunden kannst du dein Himbeer-Espuma wahlweise mit Vanilleeis servieren. Lass es dir schmecken. Falls dir das Video gefallen hat, lasse einen Like und ein Abo da und schreib uns gerne in die Kommentare, wenn du weitere Fragen hast. Bis zum nächsten Video, dein Tiro-Team.